Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, Leute. So, in der heutigen Folge werden wir, glaube ich, eine Eroberungsschlacht machen, weil die nämlich hier bloß 61 Meter weg ist und die werden wir uns gleich mal anschauen. Wenn sie eh schon so nah dran ist, dann nehmen wir die gleich mit, würde ich sagen. So. Okay, dann schauen wir doch mal. Einmal hier runter, bitte. Wenn das nicht die mächtige Söldnerin mit dem zerbrochenen Speer ist, wie wäre es, wenn du deine Klinge für Sparta in den Kampf führst? Hängt davon ab, wie viel Sparta für diesen Dienst zahlt. Fähige Söldlinge wie du werden sicherlich angemessen entschädigt. Willst du dich an unserem bevorstehenden Sieg gegen Athen beteiligen? Jo. Mein Schwert und meine ganze Kraft gehören Sparta. Das höre ich gern. Möge Ares heute mit uns sein. Okay, dann schauen wir doch mal. Und danach würde ich sagen, machen wir dann auch mit der Hauptquest weiter. Ah!
fertig. Easy peasy. Gut, dann sammeln wir das Zeug noch ein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mit dem Feld hier weiter. Dafür müssen wir, glaube ich, hier hoch einmal. Genau, hierher. Ich würde sagen, wir porten zu dem Punkt hier, holen uns dann den Aussichtspunkt und gehen dann hier zu dem spartanischen Polemachen. So, Schnellreise. Schauen wir doch mal, wie es mit der Hauptstory weitergeht. Okay. Ich glaube, wir gehen gleich hier mal hoch. Verlassener Wachturm. Ja.
Peitsche. Gut, und dann ab zur Hauptstory. Ist da hinten? Können wir auch mal schnell schauen, ob wir da was finden? Na los! Scheint nichts zu sein. Da hinten ist was. Ach, Material. Spartanisches Militärlager. Schatz plündern. Ich suche nach... Du! Stento? Alter! Malaka! Ich bin hier, um zu helfen! Du Idiot! Nicht nach Megaris! Nicht nach dem, was du getan hast! König Archidamos von Sparta hat mich geschickt, um dir zu helfen. So wenig vertraut er mir also. Und verlässt sich lieber auf eine verfluchte Söldnerin! Die Götter strafen mich mit deiner Anwesenheit. Wenn ich deine Bestrafung wäre, wärst du schon längst tot. Warum schicken die Könige dich? Stentor, bleib ruhig. Ich bin hier als deine und Spartas Verbündete. Wir haben schon zusammengearbeitet. Wir können es wieder tun. Deine Hilfe in Megaris mag die Region für Sparta gesichert haben. Doch ich verlor mehr, als ich gewann. Ich hätte dir damals nicht trauen sollen. Warum also jetzt? Du solltest den Göttern dafür danken, dass sie mich schickten. Dein Auftrag ist der einzige Grund, warum du noch lebst. Du bist keine Verbündete, nur eine Waffe. Dann setze mich ein. Du bist der Aufgabe nicht gewachsen. Versuch's. Es gibt 4 böotische Helden, die für Athen kämpfen. Aristeos, Deianira, Nisea und Drakon. Glaubst du, du kannst sie töten? Ich würde gern sehen, wie du es versuchst. Ich sagte doch, wir kriegen das hin. Warum diese Helden töten? Ich sollte eine Schlacht gewinnen. Entweder erfüllst du den Auftrag oder du stirbst bei dem Versuch. So oder so, ich werde zufrieden sein. Je eher ich fertig bin, desto eher erobern wir Böotien für Sparta. Okay. Finde, eliminiere die biotischen Helden und Heldinnen. Mal schauen, wir hier.
Wenn sie mir so gut angezeigt werden. Finde Elemente Aristeos. Finde sie ihn auf einer Insel inmitten des Kaupissee. Also ist der hier. Okay, gehen wir mal dahin. Schatzplünder müssen wir noch. So ein Schmied. Okay. Schauen wir mal, ob wir die vier Lümmel hier erledigen können. Gut. Ganz schön weiter Weg da hinten hin. Hier ist eine Festung, oder? Oh, hier alles Festung hier. Dann schauen wir mal. Ich werde aber schauen, dass ich die Festung vielleicht nicht komplett mache, sondern nur den Typen erledige. Komm schon. Ja, das ist die Festung, okay. Na los, komm. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Los. Los. Muss ja auch irgendwo sein. Ist hier vorne, okay. Ella. Ah, da oben auf dem Zweig. Okay, wir haben jetzt hier aber kein Boot oder so, oder? Das heißt, wir müssen schwimmen.
Theos. Da bist du. Wenn wir den Aussichtspunkt gar nicht holen können, weil der wahrscheinlich vorher schon triggert. Den Kampf wohl verpasst. Brauchen wir das hier noch? Ja, was ist hier noch passiert? Mein Vater, oder? Pater? Cassandra, was machst du denn hier? Ich wollte ihn töten. Er wäre dir nicht gewachsen gewesen. Schön, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Hier hätte ich dich zu allerletzt erwartet. Ich übertrug Stentor die größte Verantwortung, die ein Mann tragen kann. Ich konnte ihn damit nicht alleine lassen. Wie rücksichtsvoll. Der Tod der Helden schwächt den Einfluss der Athener in dieser Region und die Moral der Rebellen. Es war ein Fehler, Stentor in Megaris allein zu lassen. Ich konnte nicht bleiben nach allem, was passiert ist. Ich war nicht fähig zu führen. Das gilt auch für Stentor, aber er drückt sich wenigstens nicht. Du hast dich sehr verändert. Nein, so bin ich immer gewesen. Du warst nur nicht da, um es zu sehen. Daran werde ich nichts mehr ändern können. Aber jetzt kann ich für jemanden da sein, der mich braucht. Ich muss Stentor noch etwas mit auf den Weg geben. Du hast genug angerichtet. Du solltest dich fernhalten. Ich verstehe. Er muss seinen eigenen Weg gehen. Gute Jagd, Cassandra. Ui, war das jetzt richtig? Okay. Schon mal schnell ins Inventar, ob wir noch irgendwas besseres Z haben. Ah, eher weniger. Okay, dann Quest. Westlich der Köpersee. In der Stadt Orchominus. Das kann bloß hier sein. Geschwisterrache. Ja, komm, wir gehen erstmal zu der Quest. Und machen das bitte hier. Und dann gehen wir weiter zur Stadt. Ach so, okay. Das Militärfest, und dann brauchen wir jetzt nicht weitermachen. Wir machen hier weiter. Vorsichtig vorgehen. Ja, brauchen wir nicht vorsichtig sein, weil hier gehen wir einfach durch. So mache ich dann offscreen, Leute. Das braucht ihr sich mit anschauen. Das dauert immer ewig und gutes
Guten Loot gibt es da auch nicht wirklich. Schauen wir doch mal. Das klingt traurig. Ich spiele für Abreas, mein Bruder. Was ist geschehen? Er wurde von Astra und Deianira getäuscht und ermordet. Ich dachte mir, wenn ich hier am Wasser spiele, kann er es vielleicht bei seiner Fahrt über den Styx hören. Auch ich verlor Angehörige. Es ist deine Pflicht, ihn zu rächen. Ich will Deianira nicht töten. Ich will, dass Astra an ihrer Stelle stirbt. Ich soll also ihre Cousine töten? Ganz genau. Ich töte Astra für dich. Sie nahm Abreas eine Kette ab, die ich für ihn gemacht hatte. Ich will sie zurück. Ich sehe, was ich tun kann. Ich werde deinen Bruder rächen. Hab Dank, Söldnerin. Deianira und ihre Leute haben ein Lager östlich des Orchomenos. Vermutlich wirst du Astra auch dort finden. Ich denke mal, das wird hier sein. Ist Astra. Schauen wir, wo sie snacken können. Hier werden sie besonders wachsam sein. Yeah!
Ich hoffe, diese Kette bringt ihm seinen Frieden. Okay, was haben wir hier noch? Ein Schatz, der ist hier. Dann haben wir direkt ein gutes Ausrüstungsteil bekommen. Das mal dabei ran. So. Kehre zu Timon zurück. Astra ist tot. Du hast deine Rache. Ich dachte, es würde mich befreien. Doch das tut es nicht. Diese Wunde kann auch Gerechtigkeit nicht heilen. Hatte Astra die Kette meines Bruders? Hier. Hab Dank, Söldnerin. Ich habe sie für meinen Bruder gemacht, als er noch jünger war, damit er beim Jagen oder Kämpfen nie alleine ist. Jetzt brauche ich etwas von dir. Was du willst. Ich muss wissen, wo ich Deianira finde. Wenn sie nicht im Lager war, ist sie vermutlich an der Orakelhöhle, am Hügel der Wiedergeburt. An der Orakelhöhle? Sie ist ein Schrein. Deianira geht oft dorthin, um zu beten. Vielleicht sagte ihr das Orakel, dass sie meinen Bruder töten soll. Ich muss jetzt weiter. Danke, dass du mir Gerechtigkeit gebracht hast. Danke mir nicht. Okay, schauen wir doch mal. So, Quests. Hügel der Wiedergeburt. Könnte hier oben sein. Okay, aber erst holen wir uns mal den noch. Hier ist auch so ein Theaterding. Schnell.
jetzt hier unten drunter? Wo muss ich denn da rein? Irgendwo einen versteckten Eingang oder ein Brunnen oder sowas. Ah, hier, okay. Ah, es ist wieder. Wieder so ein Ding oder wie? Das war's jetzt hier schon, oder was? Ist ja nicht mehr. Halt auch hier. Da geht's bloß wieder hoch. Okay, na gut.
Sehr gut. Jetzt aber hier runter. Ich denke mal, hier wird irgendwo der nächste Gegner sein. Dann wollen wir mal. Das Wölfe hier. Alter. Wir brauchen noch zwei Kultisten, dann können wir auf den Stab dann auftunen. Okay, das war's nicht. Dann... Zentrum des Hügels. Könnte hier irgendwo sein. Mal die Richtung. Das ist der richtige Ort. Lebt in der Orakelhülle. Das Orakel von Trophonius. Ich frage mich, ob der Kult auch hier seine Leute hat. Drei Schätze. Vielleicht ist auch eine Kultistin.
vergessen wieder die ganze Zeit hier. Kommen wir gar nicht ran, oder? Ist irgendwo unter uns. Ne, okay. Da hinten hin. Ja. Okay, hier geht's runter. Kultisto. Ich werde euch alle kriegen. Sehr schön. Sehr schön. Ach, wir brauchen noch eins. Dann können wir ein Speer aufstufen. Und wir haben einen neuen Hinweis bekommen. Oh, Stufe 50. Und noch ein Hinweis. Wollen wir umlegen? So, wir brauchen jetzt hier aber noch drei Kisten. Schauen wir, ob wir auch noch snacken können.
nicht. Schon wieder raus. Das kann ja nicht sein. Wo sind denn die ganzen Kisten? Das kann ja nicht die Ding sein, ne? Ich will nochmal reinschauen, Leute. Hier habe ich eine Kiste gefunden, das kann ja gar nicht sein. 5000 Steine, aber keine Kisten. War aber nichts mehr. Das ist bloß ein Stein. Auch nichts. Aber hier ist ja auch kein Eingang mehr oder so. Hier gab es nur Steine. Ah, hier bin ich vorher rein. Okay, dann sind wir hier links gegangen. Gehen wir hier mal rechts jetzt. Ist auch komisch. Kein Plan, wo die Kisten sein sollen, Leute. Mysteriös. Skipper,
Hier ist aber auch nichts. Okay, hilft nicht. Gut, dann würde ich sagen, die nächsten zwei Kameraden schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr mir ein bisschen Supporter lasst, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.